Wie so oft schwappen ja Trends nach uns Deutschland über und es gibt einen neuen Trend, den nennen wir Shred-Diät. Das ist eine amerikanische Diätform und die Userfragerin erreichte mich, ist das ein Hype oder wirklich hilfreich? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dieser Shred-Diät gehört habt, aber sie ist schon etwas anders. Man darf 7 Mahlzeiten essen, 4 Hauptmahlzeiten und 3 Snacks. Und maximale Zeit zwischen den einzelnen Mahlzeiten ist ungefähr 1,5 Stunden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel um 7 Uhr aufsteht, frühstückt, ist das nächste, was ihr macht, so nach 1,5 Stunden schon wieder die nächste Snack-Mahlzeit. Und so setzt ihr jetzt den ganzen Tag fort, sodass ihr insgesamt, und das ist auch das Besondere, schwierig zu realisieren, etwa bei diesen 7 Mahlzeiten auf 1100 bis 1300 Kilokalorien kommt. Also pro Mahlzeit, pro Snack, isst man ziemlich wenig. Im Alltag nicht einfach zu realisieren. Denn wenn ihr immer wieder zu ganz genauen Punkten etwas machen müsst, manchmal nicht ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel in der Uni seid oder irgendwo am Arbeiten seid, immer dann mal schauen nach 1,5 Stunden, okay, jetzt muss ich wieder etwas machen, schwierig zu realisieren. Was dahinter steckt ist, dass diese Diät sagt, man vermeidet damit natürlich Hungerattacken, weil man ständig in irgendeiner Form dem Organismus natürlich etwas gegeben hat. Man erreicht damit eine stabile Komponente des Insulinspiegels, der ist also dauerhaft hoch. Und damit verliert man natürlich ein bisschen das Gefühl von Hunger oder Sättigung, weil eben das Auf und Ab des Insulins, was so eine gewisse Regulation ist, komplett verloren geht. Da setzt auch meine Kritik an. Meine Kritik insbesondere, dass ein dauerhaft hoher Insulinspiegel, und Insulin ist ja nun mal ein Masthormon, was die Zellen vollstopft mit Nährstoffen, dazu führt, dass man, glaube ich, ziemlich viel an Gewicht zunimmt, bevor man es verliert. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ist 1100 bis 1300 Kilokalorien auch nicht gerade viel. Das heißt, man isst zwar, aber nicht gehaltvoll auf der anderen Seite. Und aus dieser Problematik heraus, glaube ich, verführt es doch, mehr zu essen auf der einen Seite, weil die kleinen Portionen machen natürlich erstens mal nicht satt, aber man isst ja, man hat immer etwas zu mümmeln in irgendeiner Form zur Verfügung. Und das bedeutet, 1,5 Stunden Pause reichen oft nicht aus, um mein Sättigungsgefühl in irgendeiner Form doch zu kontrollieren. Fazit: Shred-Diät halte ich für nicht geeignet, nicht alltagstauglich. Die 1100 bis 1300 Kilokalorien sind für mich sowieso viel zu wenig und für euch sicher auch. Und das, was ich auf keinen Fall mag, ist ein dauerhaft hoher Insulinspiegel, der als Masthormon damit die Zellen vollstopft und ihr kaum die Gelegenheit habt, insgesamt Energie zu verbrennen. Also mein Tipp, lasst die Finger davon.